In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach ein buntes Armband aus Paracord-Bändern erstellt. Paracord-Bänder bekommt ihr im Internet. Ihr könnt sie gleich mit diesen kleinen Schnallen zusammenbestellen, dann habt ihr schon alles beisammen, was ihr für ein Armband braucht. Ihr solltet erstmal zwei Schnüre in zwei verschiedenen Farben von jeweils 1,20 Meter Länge abschneiden. Nehmt dazu ruhig so ein Lineal aus der Schule oder einen Zollstock. Wenn ihr das eine Band habt, könnt ihr das andere einfach daran abmessen. In Paracord-Bändern sind weiße Plastikschnüre drin, die sie sehr viel haltbarer, aber auch fester machen. Für Armbänder brauchen wir das nicht. Schneidet die verlöteten Stellen am Ende der Schnüre einfach ab, auf beiden Seiten, und dann könnt ihr diese weißen Schnüre rausziehen und habt einfach weichere Bänder. Das macht mehr Spaß, fühlt sich auf der Haut besser an und ist auch ein bisschen leichter zu knoten. Dieses weiße Gezubbel da drin, diese weißen Plastikbänder, die können wir einfach wegschmeißen. Wie gesagt, wenn sie nicht so einfach rauszuziehen sind, dann ist das andere Ende noch verlötet, das schneidet ihr einfach auf. Und dann könnt ihr die Bänder rausziehen und entsorgen. Übrig bleiben eure zwei verschiedenfarbigen Paracord-Bänder, mit denen ihr jetzt ein Armband knüpfen könnt. Die weißen Fäden weg. Diese beiden Bänder, diese müssen jetzt miteinander verbunden werden. Nehmt die beiden Enden einer Hand und ihr braucht unbedingt ein Feuerzeug, um mit Paracord zu basteln, und erhitzt die Enden vorsichtig. Erhitzt sie beide, bis sie leicht flüssig sind. Passt auf, dass sie nicht anfangen zu brennen, wenn ja, pustet es schnell aus. Diese beiden flüssig gewordenen Enden klebt ihr jetzt aneinander. Vorsicht, das ist richtig heiß, und könnt dann nach ein paar Sekunden mit feuchten Fingern das Ganze nochmal zusammendrücken und etwas rollen, damit es gut hält und keinen dicken Knoten gibt. Jetzt bildet ihr eine Schlaufe und nehmt einen Verschluss und schiebt diese Schlaufe von oben nach unten in den Verschluss hinein. Und dann zieht ihr einfach die anderen Bänder, die restlichen Teile, durch die Schlaufe durch. So ist dann schon mal ein Teil des zweiteiligen Verschlusses befestigt. Die Schnittstelle zwischen den beiden Bändern ist ein wenig unterhalb des Verschlusses. Die verschwindet nachher. Jetzt nehmt ihr die beiden Bänder und führt sie wiederum von oben durch den zweiten Teil des Verschlusses ein. Sie werden einfach hier durchgesteckt und dann auf die Länge gezogen, die euer Armband später haben soll. Durchziehen. So, und achtet darauf, dass die Bänder möglichst schön nebeneinander liegen. Könnt ihr ja nochmal hier im Verschluss verdrehen. So. Und jetzt einfach mal die Hand durchstecken und abmessen, wie lang das Armband werden soll. Lasst ein bisschen Spiel, weil das Paracord ist ja ein bisschen dicker als diese einzelnen Schnüre, wenn es geflochten ist. So, und dann macht ihr den Verschluss auf und merkt euch unbedingt diese Stelle, an der das Armband endet. Jetzt dreht ihr das Ganze um und nehmt es so in die Hand. Zieht die Schnüre noch ein bisschen gerade. So. Ich knüpfe die Bänder so, dass ich immer von einer Seite anfange. Hier zum Beispiel immer von der rechten Seite, und hier habe ich jetzt das braune Band auf der rechten Seite. Wenn ich möchte, dass braun in der Mitte meines Armbands ist, fange ich rechts an und lege das Band erstmal S-förmig über den Mittelteil und ziehe dann das gelbe durch die Schlaufe durch von hinten fest. Ich beginne immer auf derselben Seite. Hier ist jetzt dann das gelbe Band. Und weil ich das gelbe Band am Rand haben möchte, kommt die Schlaufe hinter das Mittelteil und das braune Band wird dann unter das gelbe gesteckt und über das Mittelteil durch die Schlaufe rübergezogen. Und das machst du jetzt immer weiter. Du überlegst dir, okay, braun ist bei mir in der Mitte, muss also nach vorne, das S wird also über den Mittelteil gelegt, und gelb wird dann durch das braune von hinten durchgesteckt. Jetzt habe ich gelb vorne, ich weiß nicht mehr genau, muss ich jetzt nach vorne oder nach hinten. Gelb ist am Rand, kommt also hinten rum, wird über das braune gelegt und dann von vorne durch die gelbe Schlaufe wieder durchgezogen. Immer schön festziehen,
Das kannst du am Ende nämlich nicht mehr verändern. So, du hast jetzt eine lange Reihe geknüpft und jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich zeige dir jetzt nochmal langsam den Knoten. Braun ist in der Mitte. Braun wird also über das Mittelteil gelegt. Gelb kommt dann von hinten durch die braune Schlaufe durch. Es ist wichtig, dass du wirklich bis zum Ende Knoten knüpfst, sonst sieht das Ende nicht gut aus. Hier passt auch noch einer hin. Gelb ist am Rand, kommt also hinten rum und das braune Band wird vorne rum durch die gelbe Schlaufe gezogen. Und immer schön festziehen. Du hast so ein ganz gleichmäßiges Armband. Ein bisschen steif noch, aber viel weicher, als wenn du diese weißen Fäden drin gelassen hättest. Passt hier noch ein Knoten? Es passt noch einer. Braun ist in der Mitte, kommt also vorne rum und gelb kommt dann von hinten durch den braunen Knoten. Hier passt sogar noch einer. Und dann ist es aber gut, jetzt haben wir wirklich keinen Platz mehr für weitere Knoten. Du siehst, es ist nur ein kleiner Rest übrig geblieben. 1,20 Meter ist also eine ganz gute Länge für so ein Armband. Jetzt bist du schon fast fertig. Die beiden Enden werden abgeschnitten und du lässt ein bisschen von dem Paracord überstehen. Und jetzt brauchst du wieder dein Feuerzeug und erhitzt das Paracord vorsichtig. Pass auf, dass es nicht brennt, das passiert nämlich wirklich ganz schnell. Es muss nur flüssig werden und dann brauchst du, ich nehme dazu immer die Schere, einen Gegenstand, weil du kannst es nicht mit den Fingern festdrücken, mit dem du das flüssige Paracord einfach an das Armband drückst. Es wird sehr schnell kalt und sehr schnell fest und du siehst es jetzt eigentlich nicht mehr, aber das Ende ist verödet oder verlötet. Das machst du natürlich auch auf der anderen Seite. Bei dunklem Paracord musst du nicht so sehr aufpassen, dass es verbrennt. Das sieht man sowieso nicht. Auf jeden Fall biegst du dein Paracord auf die Rückseite des Armbands. Du willst ja keine Stellen vorne sichtbar haben. So, und das war's schon. Jetzt ist dein Armband schon fertig. Sieht doch gut aus, oder? Dann kannst du ja gleich das nächste machen. Ein Paracord-Armband, dazu brauchst du eine Schere, zwei verschiedenfarbige Paracord-Schnüre, ein Lineal oder einen Zollstock und einen Verschluss und natürlich ein Feuerzeug. Viel Spaß beim Basteln!